Guten Abend. Ach, war sie das wohl, vorhin geklingelt hat? Jo, dann sitze ich mich ab, sie hin. Sag immer, wenn man sitzt, steht man nicht unnötig rum. Mein Vater früher schon immer gesagt, sitz dich hin oder bleib stehen. Ich meine, sie kennen sich auch hinstellen, aber nee, ich sitze lieber. Ich war auf dem Klo, hat's geklingelt. Heiß im Hildig gesagt, Mama Uftabs hat geklingelt. Mal her, die Spülung arig laut, ne? Jo, ich weiß, die Rohre laufen gerade da hinten dran vorbei. Das war nicht besser zu machen. Ne? Und du brauchst ja doch einen gewissen Wasserdruck. Ne? Ah ja, Gott, mit der Kloberst kannst du ja auch nur. Die Spurenelemente wegbärste. Wo jetzt das Klo ist, war Frias altes Schlafzimmer. Und da hatte ich immer, das sind aber schon ein paar Jahre her, länger. Da habe ich mit so dünner Rehgipsplatte so eine dünne Wand hingezogen. Und wo damals, also jetzt grob, mein Bett war, ist jetzt das Klo. Und wo im Hilde sein Bett war, ist jetzt so eine kleine Abstellkammer. Aber wie gesagt, man hört halt die Spülung. Ach, ist mir irgendwie vor einer Woche das Kreuz verzerrt haben. Da an der Seite. Was ist denn da? Das Kotelett. Ich vermute beim Telefonieren. Ja, unser Telefon steht ziemlich niedrig. Also nicht leis, also tief von der Höhe. Ne? Ja, das Telefon hat geklingelt, habe ich über das Hilde gerufen. Sollen wir ans Telefon gehen? Hat es zurückgerufen, das Kenntnis wäre auf dem Klo. So, ich gehe zum Telefon. Bicke mich runter, nehme den Hörer ab und komme aber mit dem Hörer nur ein paar Zentimeter weit, weil da war das Kabel, wo es aus dem Hörer kommt, mit dem restlichen Kabel so ineinander nin. Also, da greift ja eins ineinander über. Also, das Kabel war so in sich nin zusammengeknippelt. So, jetzt habe ich da gestanden, am Ohr der Alvis, vor der Aue ein riesen Telefonapparat und runtergebeugt wie der demütig Heinrich. Ne? Und irgendwann lauf die ja das Wasser in die Aue. Ne? Noch 5, 6 Minuten sah der Alvis Heinz Schwetsch so komisch. Und ich sagte, ich bin ja nur der Anrufbeantworter. Sag er, ach so, dann saß doch gleich. Und lädt auf. Und bei der Aktion, wie gesagt, muss ich mir da irgendwie das Rumpsteak verzerrt haben. Ich habe mir im Alvis mal eine Zeit lang so ein bisschen Balaber gehabt, wo er jo wie lang nicht gegrüßt hat. Mir war nie so richtig klar, warum, aber. Also ich vermute, dass er sich darüber aufgeregt hat, weil ich an die letzte Silvester länger geschossen habe wie er. Und er hat ja immer nur durch so, das hat er jedes Jahr, so ein bisschen evangelisches Feier. Nicht? Der hat sich in seinem Wohnzimmer schon längstens wieder über sein warmer Sekt aufgeregt, war nicht immer noch draus gestanden und hat geschossen. Und es gibt ja einen Haufen Dreck. Ne? Ach du lieber Gott. Der hat am nächsten Mal wie lang vor seinem Haus im Hof und im Garten gekehrt. Ah ja gut, kannst du nicht leihen lassen. Ne? Ich meine, hat er noch mal gegrüßt, aber ich habe ihn so gemacht, als hätte ich es nicht sehen. Ne?
Ich habe nur gehört, seine Frau wäre so schwer krank. Dann hat er mich doof vor 8 Tagen oder wann, hat er mich angerufen und gesagt, sie wäre gestorben. Und er steht jetzt Mutterseelen allein da. Sein Bruder ist vor 2 Jahren gestorben. Und seine Frau, also dem seine Frau, also seine Schwägerin, ein halb Jahr drauf. Tja. Sie haben noch eine Tochter, aber zu der haben sie schon wie lang keinen Kontakt mehr. Die ist vor ein paar Jahren fortgezogen. Ich kann es verstehen. Also. Nee, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken. Die hat damals, sie hat ja studiert, da in Heidelberg. Und da hat sie damals auf der Universität einen Näher kennengelernt. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Näher war. Also, ich eine Mischung zwischen Afrikaner und Näher. Und sie hat nicht eher Ruhe gehabt, bis der sie geheiratet hat. Und ihr Ältere, also der Alvis und Ruth, die haben das anfangs gar nicht gewusst, bis sie gesagt hat, sie wollt ihnen jemand vorstellen. Und schleppt den Näher ins Haus. Muss man sich immer vorstellen. Das Ruth sagt, wie der mir die Hand gepatzt hat, mich hat schlagartig überall gejuckt. Sagt's mal, weiß, was der ihm ins Haus schleppt. Termite und. Termite kennen Sie, das ist wie Hämorrhoide nur eine Obel. Ne? Es Ruth hat auch immer wieder gesagt, wenn es nur kein Kind von dem kriegt. Der Alvis hat gesagt, er wäre fest davon überzeugt, dass seine Frau daraufhin krank war. Ja, die hat ja Krebs gehabt, ne? Hautkrebs. Ne? Ja, und das fangt ja mit so schwarzer Plagge, fangt das ja an. Da kann ich sagen, dass die eigene Tochter ihre Mutter auf dem Gewissen hat. Der Alvis sagt, der hätte immer bei ihnen gegessen. Sagt er, zum Glück hat's Ruth sich damals da so drüber aufgeregt, dass es nichts hat essen können. Sah das, sonst hätte das nicht gelangt. Sah da, der hat ja gess wie, wie hat er gesagt, wie eine geplagte Heuschreck. Ja, das sind Völker, die haben auch Hunger. Wenn die ins Rolle kommen, dann bist du platt. Hilde sagt, das wäre in der heutigen Zeit gar nicht mehr so schlimm, wenn man da so ein Schwarzer heiratet. Ich habe gesagt, ich möchte dich immer hören, wenn ich ein Näher wäre. Ich meine, ich habe nichts gegen die. Ne? Nur, du musst das aber statistisch sehen. Die vermehren sich wie die Karnickel, bilden eine eigene Partei und regieren uns. Ne? Sagt Hilde, ach du lieber Gott. Er sagt, ja, siehste, so geht's. Ne? Es gibt aber auch Fälle, wo im günstigsten Fall im Laufe der Zeit bei dem Näher die Farbe wieder abgeht. Ne? Euer Video bei dem Michael Jackson. Ne?
Bei dem sogar die Nase abgegangen. Im Alvisenecher, also der von seiner Tochter, der wird Doktor. Oh, sagt jo. Also macht er der Zauberlehrling bei Voodoo. Nee, der wäre Rechtsanwalt für Europa. Wie haben Sie gesagt? Europäisches Gesetz. Wer ist es nicht? Ich habe gesagt, der kennt sich doch bei uns gar nicht aus. Aber das ist ja das, was ich immer wieder sage. Die Türkei will auch mit aller Gewalt zu uns da. Die Dinge da, wie sagen sie dann da? Die zwei Buchstaben da, die Ei. Ne? Mal gespannt, was die wollen. Das kann ich dir sagen. Pizza verkaufen und am Profit noch verdienen. Da sehe ich im doppelten Sinne schwarz. Wenn jetzt im Alvi seine Tochter, jetzt unter uns, wenn die ein Schwuler geheiratet hätte, dann, nee, könnte man sagen, es macht ihr nichts aus. Ne? Es gibt ja Leute, die ekeln sich vor nichts. Ne? Oder sie weiß es nicht besser. Ne? Aber ein Neger ist schon hart. Nee, das ist schon hart. Das kann so eine ganze Familie, wie man sieht, ins Gedeih und Verderb stürzen. Naja gut, um jetzt auf der Alvis zurückzukommen, wie gesagt, hat er mich angerufen, zu Ruth wäre gestorben, er wird jetzt halt allein da stehen und ob ich ihm nicht helfen könnte, das sah ich auszusuchen und dort die Todesanzeichen formuliere. Na, ich sag, schreib's doch an der Fasnacht, ah, die Bittere das selber. Ja, ihr müsst auch noch mit dem Pfarrer schwätzen, ne, da, wie das an der Beerdigung wäre, ob man da anschließend dem Messdiener müsste Trinkgeld geben. Ne. Er sagt, man macht sowas ja auch nicht so oft. Und dann sagt er, muss ja an der Beerdigung den eine oder andere auch noch bitte mit zu gehen, was zu essen und zu trinken. Ne. Sagt er, was das alles wieder Haufen Geld kostet. Ich habe ja auch schon gesagt, man kann sich's in der heutigen Zeit fast nicht mehr leisten zu sterben. Jo, ich habe noch eine Sibylle angerufen, dort die Tochter vom Alvis, und gesagt, dass ihre Mutter gestorben ist. Ich habe gesagt, sie soll aber ohne den anderen auf die Beerdigung kommen. Und dann sagt sie, ah ja, das mit der Beerdigung wäre ihr gerade recht, weil sagt sie, an dem Tag hätte sie Termin beim Zahnarzt. Sagt sie, Gott sei Dank kann ich den Termin absagen. Ne? Jo, der Alvis hat gesagt, ich rufe dort nicht an. Sagt er, nachher geht der Näher noch ans Telefon. Ne? Sagt er, im Ruth wäre das, abgesehen Tode von da gar nicht recht.